Und da sehen wir es auch schon. Moria Esports verteidigt den A-Spot gegen E-United. Und das gar nicht mal so schlecht. Nur noch FNS am Leben. Aber der wird schon von Serato da geholt. Die Bombe kann defused werden. Dann haben wir also die Pistole und auch schon hier auf Seite von Furia Esports. Und wir verpassen natürlich nicht hier, also keine Sorge. Nochmal schauen, was denn jetzt gekauft hat. United gelegte Bombe. Da wurde jetzt ja also nochmal zweimal AK Scout plus Kevlar jeweils gekauft. Also Dapper und FNS mussten dafür die Teammates legen. Sodass die sehr gut ausgestattet in diese Runde starten können. Von der anderen Seite haben wir jetzt aber auch schon zwei Rifles bei Yuri und Vinny. Aber Cooper an der Scout hat schon mal ordentlich Schaden gegen Art verteilen können. Der ebenfalls an der Scout unterwegs ist. Dazzle. In Weinkeller gekommen. Schaut jetzt immer kurz was Richtung Window. Richtung Short. Dann kam auch nochmal die Flash reingeflogen. Die Smoke natürlich. Yuri. Entscheide sich nochmal dafür, das Window wieder einzunehmen. Jetzt hier aber auch ein schlechtes Zeitfenster erwischt. Dessen jetzt hier Abel Moose rausnehmen konnte. Dapper aus dem Haus raus. Kann Abel da ansagen. Wird auch schlussendlich geholt. Arti noch mit 2 AP am Leben. Da muss der jetzt hier eigentlich gleich mal rausgenommen werden. Der hatte schon Support von Winnie Dapper. Wir sehen es. Zieht sich direkt nochmal zurück von der Afterplant. Wir sehen Granaten. Uria hat da noch einiges am Start. 2 Smokes, eine Flash. Gegen 2 Ts, die nix haben, die nur eine Deagle haben. FNS mit dem nächsten Shotbombe wird defused. Oh, wird sie wieder aufgehört? Kann hier noch sehr viel Zeit rausnehmen. Und das überlebt irgendwie noch so, aber schlussendlich fällt er dann Art mit seinen 2 AP, darf die Bombe schlussendlich dann defusen. Ist auch nochmal ordentlich knapp geworden. Also, da hätte man sich ruhig ein bisschen Nerven sparen können. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Dass die ganze Runde in der Zusammenfassung abgelaufen ist. Und das war, glaube ich, so dieser entscheidende Kill da von Vinny, dass er seinen Mate unterstützt. Dadurch kann Art am Ende die Bombe defusen. Oh, Abel und Yuri dann nochmal hinterher. Moose allein an der Diegel, keine gelegte Bombe. Oh, der Shot war gar nicht mal so schlecht. Hat dann aber alleine um die Brust geschossen. Also hier nochmal Yuri da. Holt sich da 2 wichtige Kills. Und Zusammenarbeit mit Art. Das war ein schönes Teamplay wieder, was sie da gesehen haben. Also auch die Smokes haben sie da nicht davon abgehalten, die Bombe zu verhindern, die geplant wird. Und Fury Esports mit einem fulminanten Start in die Hälfte. Sollte das auch nochmal sein, dass Fury sich hier für die CT-Seite entschieden hat. Der sich da unter das Fenster geschlichen hat. Aber wenn hier auf der Box stehend, der Step müsste angesagt worden sein. Dazzle macht dann da auch den Kill. Binde wird daraufhin nochmal abgesmoked. Truppe marschiert Richtung A-Spot.
Dann Depp noch in der Mitte abgestellt. Abel soll das aus der CT irgendwie verhindern und Serrato. Und dann da wahrscheinlich aus der Mitte nochmal zur Unterstützung. Aber Depper, der könnte ihn da gleich abfangen. Abel hat sich sogar an das Wutter gegeben. Und das ist jetzt eine gute Position von ihm. Die Mitte, keine Kontrolle mehr bei E-United. 20 Sekunden auf der Uhr. Und Abel holt sich einen. 2 gegen 2. FNS macht da auch schon die Überzahl. Aber ohne einen Impact-Track dann hier in der Schlussphase der Runde. Überleben das damit zwei Mann. Wieder Richtung A. Ziemlich schnell, was E-United hier versucht zu spielen. Und das spielt momentan Fury ein bisschen in die Karten. Sehr viel Chaos jetzt hier auf dem Spot. Viele Granaten, die geflogen sind. Die Bombe kann trotzdem gelegt werden. Wieder sehr schnell das Ganze vonstatten gegangen. Fury hat hier auch die Mittel, um nochmal in den E-Take zu gehen. Moose kann da den Kill nicht machen. Das ist bitter. Und er geht jetzt sogar nochmal über die T-Base. Der mögliche Art, hier noch ein bisschen freier zu agieren. Fury versucht es dann dadurch, Smoke und Sandwich oder richten. Stellen sich sogar noch mal in Reihe und Glied auf. Bombe wird undefused und Cooper mit dem Double Frag. Gegen beide Spieler holt hier also die zweite Runde für United. Und das schnelle Spiel scheint ihnen in der Runde auf jeden Fall die Karten gespielt zu haben. Jetzt nochmal hier, Abel hier wieder unterm Holz gewesen, konnte da aber wieder nur einen machen. Dann hier nochmal von FNS, der da fast zwei Kills macht. Am Ende Cooper mit dem 2K. Und der damit gewonnenen Runde. Free Esports, damit in der Full Echo. Jetzt heißt es erstmal abwarten, gucken, dass hier niemand irgendwo pusht. Und Cooper könnte hier in der Theorie den ersten Kill machen, wollte ich gerade schon sagen, aber Vinny hat sich dafür entschieden, den Short um Short zu gehen. Das heißt, es ist nach wie vor abhängig. Bislang noch kein Spieler gefallen. FNS hier den meisten Schaden einstecken müssen. Gegen die Pistolen. Nur 45 Sekunden geht es hier Richtung A. Wir sehen auch bei Fury Esports, die haben sich auf dem B-Spot geeinigt. Haben den da gesteckt. Ganz allein Abel, der dann erzählt, ein bisschen Richtung A schauen kann. Dessel und Cooper die ersten beiden Kills die Runde gemacht. Zwei Spieler aber nach wie vor noch in der CT-Base. Und dann geht es tatsächlich doch Richtung B. Hat sich da doch nochmal umentschieden. Jetzt angefaked, geschaut, ob man da irgendwo einer rausspringt mit einer Pistole. Und jetzt wird es wahrscheinlich auch nur noch auf die Exit-Tracks gehen, obwohl Abel und Vinny nochmal jagen gehen könnten. Wir haben nämlich nur die USP ohne Kevlar, ohne alles. Da wurde die Köpfchen gesehen. Aber Dazzle kann den Kill dann da machen. Ja, und Abel, was will er machen? Kann nicht mehr viel machen. Bleibt da am Ninja stehen. Dann sehen wir ja auch nochmal die Ausstellung. Wer hier wie gut performt. Wir sehen es, FNS ganz oben mit dabei. Dann haben wir auch drei Spieler mit 97 bzw. 99 EDA. Das ist nicht schlecht bei Fury Esports. Also rein vom Damage her sind sie... Spielen sie da in einer Liga mit E-United. Sehr knappe Runden.
die Smoke-Kombination den Connector rein. Und dann drüber hinweggucken kann. Nützt ihn in dem Moment hier aber nichts. Yuri und Abel beide mit dem Kill. Da sehen wir die Jungs, da wird auch nochmal alle abgeklatscht. Wirklich alle vom Coach. Dann also, wie wichtig dieser Zusammenhalt ist. Wir wissen, sie müssen hier zusammenspielen, um hier E-United zu schlagen, welches nicht das unbekannteste Team auf dem amerikanischen Markt ist. Molotow in den Connector rein. Die Mitte ist ein wichtiges Element in ihrem Aufbau bei United. Mal Molotow geworfen, wurde da aber mal schön von Dazzle umlaufen. Sich HP noch. Kann man leben. Hier Richtung A, aber Yuri hat aufgepasst. Wenn Dazzle dann einen Schritt weiter nach oben macht, kann er ihn vielleicht im Ninja sogar rausnehmen. Und da stehen ja momentan zwei Spieler mit Art und Yuri. Was hätte da... Mann, die Qualität so, ich kann da ja auch nichts machen. Ich hoffe, ob das schon mal reported wurde. Was sieht. Also, vielleicht könnt ihr mir das auch nochmal sagen, ob das jetzt momentan schlechter ausschaut als noch auf den Maps zuvor. Gerne mal in den Chat reinschreiben, bitte. Flash da, Richtung Mitte. Wir sehen 55 Sekunden auf der Uhr bislang. Nicht allzu viel passiert. Wieder ist es Dazzle, der hier Schaden nehmen musste bislang. Und United, sie wissen momentan nicht so recht, was sie mit ihrem Platz anfangen sollen. Sie nehmen zwar jede Runde geführt die Mitte ein, aber daraus resultiert momentan noch nichts. Die drei Runden, die sie bisher geholt haben, okay. Aber Furia Esports konnte da jetzt auch schon wieder zurückschlagen. Hat sich also auf die Spots besonnen. Und gesagt, jo, lass den Jungs doch einfach mal die Mitte einnehmen. Solange wir die Spots halten, ist uns das sowas von egal. Okay, das ist schon mal gut zu hören. Da fällst du eben ein bisschen oben beim Ergebnis auf, dass es manchmal ein bisschen pixelig ist. Ich weiß nicht, ob das vorhin auch schon so war. Ah, danke fürs Feedback.
Zweitens, Juri jetzt hier mal die Mitte eingenommen. Also United, die Mitte beraubt ihres einzigen starken Elements in ihrem Spiel momentan. Bisschen eingefärcht da vor B und ich glaube, sie haben auch keinen Plan, dass da Juri schon so weit vorne ist. Also sie glauben zwar, dass da einer schon in der Mitte oben ist, aber sie wissen nicht genau, wo Juri sich schon hinbegeben hat. Oh, jetzt hat Cooper ihn aber gesehen, oder? Oh, muss ihn noch gesehen haben. Haben wir den Support. Flash, Juri kann den Kill machen. Smoke das Ganze ab, Flash hinterher. Und damit ist dieser Raum verloren für United momentan. 50 Sekunden bleiben. Bombe Richtung B unterwegs und da wartet ja immer noch Cerato. Jetzt geht's heute um B. Cerato zoomt hier nochmal rein. Versucht FNS anzuholen, den kann er dann schlussendlich auch nicht machen. Bombe kommt sogar auf den Spot, noch 40 Sekunden auf der. Uah, schöner Shot da von Depper. Hart, aber mit dem Refrag auch in der Mitte kann Moose kein Kill haben. Vinny ebenfalls. Mit dem nächsten. Es sieht hier fast so aus wie die letzte Runde. Wir sehen Cerato wieder am Bench und sie gehen wieder Richtung B. Diesmal kann er aber da ein paar mehr Kills machen. United mit den Pistols auf dem Spot. Hat hier sogar nochmal ein paar Rivals abbekommen. 3 gegen 2 Überzahl. Also sie sind eingekesselt. Abel ist schon aus dem L raus. Nimmt das Ganze hier ab. Mit dem ersten Move steht er auch noch, aber Depper ist da ja auch noch unten, aber der wird jetzt schon abgeaimt, wird jetzt easy rausgesnackt. Move müsste gehört worden sein, wo er sich hier gerade befindet. Tänzelt hier nochmal ein bisschen um die Säule rum, kommt hier sogar nochmal ins L, hat die Bombe und er kann die nochmal Richtung A unterwegs, er verschießt da. Wichtiger Kill, den er da hätte machen müssen. Und das sieht mir doch sehr nach einer taktischen Pause jetzt gerade aus. Mindest oder auch nicht. Es ist sogar ein Technical Timeout bei United. Also hier wird es wohl noch als Timer bei United angezeigt, aber ich habe da auf jeden Fall schon eine Info. Dankeschön, Cute Leon. Also ich gebe das mal ganz kurz mal weiter mit den Qualitätsdrops hier. Aber in der Zeit
sehen wir es ja, technisches Timer, wir sehen ja gerade bei Fury Esports die Jungs, die sich da die Hände warm halten natürlich. Warum sollte man denn Wände warm halten? Aber jetzt geht's ja auch schon direkt weiter. Sie haben sich ja auch wieder vor A aufgebaut, die Flash. Hatte überhaupt keinen Einfluss auf Juri, da kriegt er sogar von Video Unterstützung. Die beiden Augs werden aber auch schon direkt rausgenommen. Also, netter, guter Trade für United, vor allem wichtiger Trade. Fury Esports hat er auch schon verschoben. Ah, nimmt er nochmal ordentlich Damage. Ich glaube, das ist ein Molotov. 28 AP verbleibend. 3 gegen 2 Überzahl für United, aber wir sehen es. FNS 1 AP, Cooper 2 AP, Moose 39 und der wird hier wohl gleich beide holen. Den ersten kann er machen, wartet keinen zweiten Art jetzt hier im 1 gegen 2 Klatsch und das ist sowas von machbar. Aber sowas von. Cooper hat zwar die AWP, der braucht auch nur einen Schuss, der richtig sitzt. Und einen guten Winkel. Und den hat er sich hier wunderbar gewählt. Damit die vierte Runde also für United. Nach dem technischen Timeout hier tatsächlich nochmal zurückschlagen können. Das ist der nächste Timeout. Diesmal ist es ein richtiger Timeout von Fury Esports. Anscheinend ist der Timeout von United vorhin gezählt worden. Na klar, sie wollen sie wahrscheinlich besprechen, haben danach nochmal einen technischen Timeout festgestellt. Wir sehen, der Coach, der redet, Leute, bleibt ruhig, spielt das so weiter wie bisher. Ihr macht das gut. Ja, klatscht doch mal ab, Jungs. Hier eins, hier gibt's eine Faust. Wir klatschen hier nochmal ab. Da nochmal abklatschen und schlussendlich auch nochmal abklatschen. Also, wir sehen auch schon die Ausstellung 1-4, was Fäuste und Abklatschen betrifft. Interessant. Molotov-Smoke-Kombination. Diesmal selber abgesmoked. Sich selber da so einen One-Way zu schaffen. Das wissen sie natürlich aber auf dem Niveau. Und deshalb piept man da auch gar nicht entgegen. Wir sehen es wieder die Mitte, die jetzt hier von United eingenommen wird. Auch das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ein Flag von Juri. Position wird auch direkt wieder eingenommen. Sie haben auch eine Doppeldeckung mit Abel und Juri. Also die decken sich die beiden. Tracks, sie fallen auf Seiten für Fury Esports. Jetzt ist aber gerade richtig schlecht gewesen. Aber ESL ist schon am Überprüfen des Ganzen. Vielleicht gleich nochmal eine Quality-Offensive geben. Da sehen wir nochmal die Kills von Juri und Vinny. Neunte Runde bereits. Fury Esports überrascht mich hier tatsächlich. Ich muss sagen, mit den Jungs habe ich mich noch nicht so beschäftigt.
dass ich sagen könnte, jo, das war mir von vornherein klar. Aber es überrascht dann doch ein bisschen, wie sie hier agieren. Bis dato haben sie auch noch kein Mal gegeneinander gespielt. Noch ein Match, sorry. Und das hat E-United gewonnen. Das war auf der DreamHack Open Atlanta 2018 Close Qualifier. 2-0 war das damals United. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf dieses Spiel weiter. Und Juri und Abel mit den nächsten. Und es ist wieder die Überzahl für Furia Esports. Dazzle wieder auf 1 AP runter. Ihr könnt mir auch nochmal gerne schreiben, habt ihr die Jungs von Furia Esports so furios? Also habt ihr gedacht, dass die hier so furios auftreten? Oder war das eigentlich eine ganz klare Sache auf dem Papier? Esel mit 99 Damage unterwegs und Zerato wieder in seiner Lieblingsposition. Wo sollte er sonst stehen? Diesmal mit einer AK. Und dann macht ihr den doch relativ einfachen Kill. Zur 10. Runde für Furia Esports. Damit nur noch eine Runde in ihrer CT-Seite zu spielen haben, um hier tatsächlich auf dem 11-4 noch zu gehen. Und das sind dann schon einige Runden, die sie hier aufholen müssten. Natürlich auch ein Hallo an alle, die jetzt hier gerade erst eingeschaltet haben. Ja, hier gibt's doch CS. Nicht nur Werbung. Wir sehen es United in der letzten Runde mit CZs unterwegs. Eine Mac-10 bei Dazzle. Das ist nicht sonderlich viel Firepower, die sie da hier auf den Server bringen können. Andererseits Fuger hier. Konnten sich hier alles in eine Goldwaage in Gold einlegen, hätten nur noch Geld übrig. Juri mit dem ersten Kill die Runde im Window. Wir sehen es hier wieder. Zerato an der Bench. Seinem Heimatort. Und Cooper kommt da gar nicht mehr raus. Damit die 11. Runde also für Furia Esports, die dann die erste Halbzeit gewinnen können. Was ein Start, liebe Leute. Wir gehen eine ganz kurze Pause. Und sind dann gleich wieder für euch da in der zweiten Halbzeit zwischen Furia Esports und United.
So, dann sind wir auch wieder zurück. Es tut mir leid, dass ich gerade den Werbeknopf einfach zu früh gedrückt habe. Ich habe einfach auf den falschen Screen geschaut. Also nochmal ein großes, dickes Sorry von mir. Wird nicht mehr vorkommen. Damit sind wir hier zurück. Ich muss euch sagen, ihr habt auch nicht mehr so viel verpasst. Furia hat das ganz easy runtergespielt. United hatte da den Kürzeren gezogen. Und die sind jetzt hier auf der T-Seite unterwegs. Und da geht es ähnlich wie bei United gerade wieder auf den A-Spot. Diesmal ist es aber Furia Esports hier. Fulminant hier auftreten. Auch eben ja gerade schon die Pistol Round gewonnen. Da sehen wir es. Da haben wir den Salat, nämlich die 12. Runde für Fury Esports. Inklusive gelegter Bomben, heißt, kriegt einer noch mal ein bisschen extra Geld ab. Und der Rest darf sich über gewonnene Kills. Der Coach darf fleißig am Mitschreiben. Also der ist richtig heiß. Hier in der Mitte an der AK, der konnte sogar noch mal weg. Abel übernimmt und vollendet dann das, was Arthur anfangen wollte. Winnie hier mit dem WMP, also wie die hier gerade aufspielen, so befreit. Habe ich auch lange nicht gesehen. Das wird ja auch noch ausgenommen. Dann ist es nur Winnie, der schlussendlich da gestorben ist. Aber ansonsten hier, was ein Auftreten von den Jungs. Die sind ja richtig heiß. Und wir haben hier nochmal ein Timeout bei Furia Esports tatsächlich. Die werden wahrscheinlich nochmal vom Coach nochmal ein bisschen runtergetan. Nochmal, Leute, ruhig weiterspielen. Ihr macht das super. Klatscht nochmal jeden ab. Sagt jetzt hier, wir machen das und das. Denn jetzt sind sie ja auf der taktgebenden Seite. Habe ich da gerade ein Gen bei einem United-Spieler gesehen? Ich kann leider die Namen überhaupt nicht. Also, was das angeht. Es tut mir leid. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt hier gerade mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Dann können wir vielleicht auch wieder das Delay ein bisschen einholen. Was jetzt hier schon entstanden ist durch den Stromausfall in Katowice. Also 18. Runde, 13 zu 4 der momentane Stand. Wir sehen Utility Level pur, Utility Level gut. Bei Fuhren, die hätten sogar noch mehr kaufen können. Bei Winnie hätte sich eine Waffel hätte legen lassen können. Wollte er nicht. Support Flash ins Window rein. Mehr gewusst, dass Spieler da auch gefahrlos reingehen kann. Und Art, der ist hier schon im L unterwegs. Holt sich jetzt hier Moose. Ich glaube, er hat ihn auch schon am Truck gesehen. Jetzt auf jeden Fall. Der wird jetzt hier auch gemollet, der Spieler, der gute FNS. Da muss man durch die Flammen durchsehen. Durchschauen, sieht er gefühlt gar nichts. Und Art möchte hier wieder in alte Positionen einnehmen. Aber da passiert gar nichts mehr. Wir sehen schon, Dazzle, Depper und Cooper wollen eigentlich nur noch die Waffen saven. Aber da wartet ja auch schon der gute Abel. Der holt sich hier ein. Aus dem Haus ist es Steppel. Dazzle. Der hier nochmal eingreifen darf. Holt sich einen, holt sich einen zweiten. Hat noch 9 AP. Cooper darf ja auch nochmal zuschlagen. Er ist nur Serato. Aber der will hier auf jeden Fall alle Waffen rausnehmen bei United, um hier die 15. Runde möglichst einfach zu gestalten. Was die Firepower bei United angeht. Damit überlebt es hier Dazzle tatsächlich mit 9 HP. Sehen wir nochmal, wie Dazzle hier
Schaden verursachen konnte. Cooper, der ja noch schlussendlich gestorben ist. Hat er auch noch mal einen holen dürfen. Nächste Runde. Und es ist wieder schnell, was hier vonstatten geht. Art überrascht Moose auf den komplett falschen Fuß. Und sie spielen hier, also es sieht ein bisschen verschlafen aus bei United. Furia hier, wunderschöne Tempowechsel, die sie an den Tag legen. United ein bisschen überfordert damit gerade. FNS mit dem nächsten. Und jetzt hier mal wieder eine Überzahl für United auf ihrer CT-Seite. Und auf ins Haus. Kehrt jetzt hier immer ein bisschen Ruhe ein, wollte ich gerade schon sagen. Da ist aber Juri und Winnie schon an Short da. Der ist nach wie vor im Truck und wir sehen es. Depper muss hier noch einen sehr weiten Weg auf sich nehmen. Der so wird auch rausgenommen. Das ist das 15 zu 4. Das kannst du, da kannst du mir erzählen, was du willst. Jetzt ist nur die Frage, will Depper die MP9 saven oder will er vielleicht nochmal eine Waffe kommen? Holt sich jetzt hier nochmal die FAMAS oder die FAMAS. Das war's dann auch. Dann haben wir hier tatsächlich das 15 zu 4. Und wer hätte das vorher bitte gedacht? Das ist ja Wahnsinn. Frage, will Depper hier wirklich nochmal eingreifen? Wird jetzt hier auch schon wieder gesandwicht? Einen kann er holen. Juri will noch mal rausmollen, aber Juri holt ihn sich damit keine Waffe für United. Und die hätten sie so bitter nötig gehabt. Guckt euch aufs Geld. Das sind 3.400 Dollar, 4.000 Dollar Maximum. Die können sich hier maximal eine M4, kleines Kevlar und eine Nate leisten. Da ist keine AWP drinne. Da ist kein volles Kevlar drinne. Da ist keine gute Utility mit drinne. Wir sehen's. Paar Flashes, ja. Farmers. Farmers, MP9. Weil sonst ist das auch nicht mehr viel. Der ist auf jeden Fall gegen Winnie erfolgreich. Depper ebenfalls. Der Ratto mit dem AK-Frag gegen Depper. Hier haben wir die Überzahl. Es ist also wahrscheinlich wieder die Knochenregel 7, die er zuschlägt. Wie so oft. Wie so oft. Aber sie haben hier 11 Matchballrunden. Und sie nur einen verwandeln müssen, um United ins Lower Bracket zu schicken. Juri holt sich den ersten. FNS wieder am K. Das könnte eigentlich erahnen. Hat es aber nicht. Das wird nicht gecheckt. Das wurde direkt bestraft. Da rate um 1 gegen 3 Klatsch. Jetzt wurde er gehört. Molotov nochmal hinterhergeworfen. Er wird direkt gelöscht. Und die Position gechanged. Er muss auf jeden Fall sterben. Kriegt hier sogar noch die Bombe gelegt? Was ein Geschenk! Holt sich ein! Holla die Waldfee, wäre das hier noch ein Klatsch geworden. Aber so bleibt es jetzt hier. Da den Kill gegen FNS macht, dann haben wir hier auf einmal eine ganz andere Situation. So
ist es aber nichts passiert. FNS hat den Kill gemacht und die fünfte Runde für United schlussendlich auch noch holen können. Aber die gelegte Bombe wird ihm jetzt hier teuer zu stehen bekommen. Und sie können ihn nochmal AKs kaufen. Cooper mit dem ersten Kill. Molotov ein bisschen gefailt. Ich weiß gar nicht, von wem der gar geflogen kam gerade. Haben auch eventuell von Short, aber es weiß es nicht so ganz. Wir sehen's. Also jetzt geht's hier Richtung eine AK noch bei Jura am Leben. Die hat United gut aufgepasst. Na klar, sieht man auch den Waffenvorteil. Sechste Runde für United. Das Ganze sehr langsam gespielt worden. Aber sie haben die Zeit auch. Sie haben die Zeit. Die dürfen natürlich aber auf der anderen Seite auch nicht United jetzt hier noch wieder zu Kräften kommen lassen. Sodass die wiederum hier nochmal zurückschlagen können. Ich kann es so Wort nicht eingefallen. Also Fury Esports ist hier eine Full Eco. Da wird man nächste Runde auf jeden Fall vernünftige Waffen kaufen können. Mit ordentlich Problemen. Er hilft sich dann schlussendlich mit der USP. Inni möchte noch mal dazu stoßen, vielleicht die Bombe rausnehmen oder generell aufnehmen. Aber es ist die Flawless Round für United. Jetzt hier eventuell auch noch mal wieder Kraft tanken können und sagen, Leute, hier ist noch was möglich. Kurz mal über die Mitte ein bisschen angetäuscht. Jetzt auch wieder rausgegangen. Sie müssen sich langsam mal wieder fangen. Sie haben jetzt hier nochmal Waffen. Und dementsprechend also nochmal den A-Execute, den Standardaufbau nochmal angehen. Gegen Flash. Boah, der hat aber Olli ins Brett kassiert. Das 2-1-2 Serato als Last Man Standing. Völker nochmal Art aufziehen, dann wurde jetzt hier aber schon vom Moose rausgefischt.
Bombe kann nicht mehr gelegt werden. Also, er wird jetzt hier die Waffe saven. Keine Chance, die Bombe zu planten. Damit haben wir jetzt hier tatsächlich die achte Runde für E-United. 4 Runden in Folge bisher geholt. So viel haben sie, glaube ich, in der ganzen Partie noch nicht ineinander holen können. 4 Runden waren es insgesamt in der ersten Halbzeit. Jetzt hier nochmal ein Timeout. Der vorletzte Timeout von Fourier Esports. Interessant, dass E-United bisher so viel, also mit relativ wenig Timeouts durchgekommen ist. Also nicht einen Grund gesehen, warum man hier einen Timeout ziehen sollte. Da war das Bild gerade nicht weg. Als ja, das Störung. Da meinte OBS mal ganz kurz was nicht mehr nehmen zu wollen. Ah, wieder sehr ruhig. Jetzt haben wir hier mal einen B-Aufbau. Mit Smokes, also kein Rush oder sonst was. Auch das hier scheint nicht zu klappen. Und da haben wir die nächste Runde für United. 15 zu 9 steht es jetzt hier mittlerweile. Dann schauen wir nach Hausnummer. Und nochmal, wie das Ganze hier zerschossen wurde. Da sind die Pistolen. Auch so dieser generelle Go auf den Spot hat ja nicht so super geklappt. Und United ist lang die zweite Halbzeit gut im Griff. Bin jetzt mit der nächsten Runde sogar auf die Double Digits gelangen. Der hier. Liebe Juri, kann hier nichts machen momentan. 10. Runde also jetzt United. Und was ist das auf einmal für ein anderes Bild? Wo 6 Runden noch gelangweilt, gähnend und richtig zusammengeknickt dort sitzend. Ist jetzt hier wieder ein bisschen Spannung zu spüren bei den Jungs. Da geht noch was. Wieder nur Pistolen bei Fourier Esports und die nächste Möglichkeit hier, dass United auf die 11. Runde gelangt, kommt. Sie erreicht. Und dann verfehlt auch noch die Smoke das Window. Das tut dann natürlich weh. Aber sehr gute Position jetzt hier, wenn von Art, die dort gewählt hat. Molotov macht ihm erstmal keinen Schaden. Jetzt schon, jetzt muss. Gehört worden sein. Und aber trotzdem die Kämpfer des DZ. Der ist jetzt erstmal geholt worden. Rät dann natürlich erstmal die Stairs ab. Immer eine Überzahl wieder für Fourier Esports. Mit einer Rifle unterwegs.
Depper mit zwei. United gibt ja einfach nicht auf. Die wollen hier weiterspielen. Wie gesagt, ich punkte gerne. Man braucht 16 Runden, um ein Match zu gewinnen. Ich glaube, das hat Fury Esports hier momentan ein bisschen vergessen. Dass es ja nur noch eine Runde ist. Jetzt hofft der hier die Smoke wieder, die Knight. Oh, die könnte teuer werden. Geht da persönlich zwar nichts durch. Ah, ist natürlich auch mal wieder die Spectator Smoke. Der jetzt hier rausgemollet wird. Also, Juri ermöglicht mir jetzt hier mal wieder die Überzahl und da kommt der nächste Schiff von Art. Ich kann ja gerade kaum lesen wieder. Mit einem 4 gegen 3 Moose hier in der Smoke. Da kann das auch nochmal eine Key-Element in der Runde werden, wenn er hier den richtigen Zeitpunkt wählt. Und das war der richtige Zeitpunkt gewählt, aber das Aiming. Das saß da einfach nicht. Damit kann jetzt hier mal die Bombe wieder gelegt werden. Und das sieht mir jetzt hier mal strukturiert. Da Aufbau aus FNS nur mit einem. Damit Cooper als Last Man Standing. Und 1 gegen 3. Wir sehen die Jungs durch Fury Esports. Die hier tatsächlich die erste Map gewinnen konnten. Die einzige Map natürlich. Das ist ein BO1. Und damit ins Winner Bracket Final. Zu N wieder zustoßen. GG Well Played auf jeden Fall von mir. Wir sehen nochmal hier ein paar schöne Bilder von den Jungs. Ich hatte ESL hat man soll, der hat nochmal gesagt, ich soll sich beruhigen. Also sah das gerade ein bisschen aus. Schönes Bild gegangen, Junge. Ja, noch ein anderes Bild. Was sehen wir noch gerne. Also da sehen wir die Sieger. Faire Handshakes von den Jungs. Und damit gehen wir gleich ins Winner Bracket Finale. Zwischen. Lasst mich kurz schauen. Klar, zwischen Envy und Bravado. Envy und Furia Esports natürlich. So, wo habe ich den Tab? Da ist er doch. Genau, also Envy gegen Furia Esports gibt es dann gleich hier auf dem Kanal zu sehen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Gleich also das BO3 im Winner Bracket Finale. Eine kurze Pause geht es dann gleich weiter.